Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Sebring. Wir haben letzte Folge bzw. gestern Abend das Rennen es abgeschlossen. Geht zurück nach Prag, eine Stadt, die bekannt für ihre wunderschöne und eindrucksvolle Architektur ist. Und es geht nach Prag. Fritzi Pop. Das kenne ich, das ist eine Cola, glaube ich, in Prag. Fritzi Pop. Und meine Maus ist leer. Nice. Aber ich brauche die Maus eh nicht, daher schalte ich die mal aus. So. Zack. Oh, ich habe letzte Woche ein Song bzw. eine Frau bei YouTube gefunden. Die ist so alt wie ich. Sehr, sehr jung. Also, ich sag jetzt mal 17. Nee, 18 ist sie. Aber die hat eine Stimme. Das ist einfach unglaublich. Was die für eine Stimme hat. Gebt mal bitte ein bei YouTube nach diesem Video. Ich verlinke euch vielleicht das auch nochmal. Das muss ich mir gleich... Halt! Das schreibe ich mir gleich auf. So. Wenn ich jetzt wüsste, was das für eine Folge ist. Wo sind meine Notizen? Ich kann das hier auf die Tastatur schreiben. Da habe ich hier einmal Musik für Far Cry 4 aufgeschrieben. Das kann ich aber löschen. So, löschen. Plus. Wie schreibe ich das jetzt? Forza Motorsport 5. Link zu Sängerin im zweiten Aufnahmequartal. So. So, habe ich aufgeschrieben? Super. Und zwar gibt mal bei YouTube ein, wenn ihr es jetzt schon sehen wollt, ich verlinke euch das aber nochmal. Laura Brehm, B-R-E-H-M, Laura Brehm, so kann man auch sagen, I Remember You, und hört euch das einfach an, diese Stimme, das ist einfach der Obershit, was die singt. Ich habe mir 22 Songs von der habe ich mir gezogen, aber legal, ich habe dafür bezahlt, weil ich das einfach Hammer finde. Habe ich mir gekauft, auch wenn teilweise welche kostenlos auf in der Soundcloud waren. Aber ich habe bei jedem Lied von ihr Gänsehaut. Jedes Lied. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie irgendjemand so singen hören, dass ich permanent Gänsehaut habe. Das ist... Ah! Zumal ich glaube, ich gehöre zu einer zu der Sorte, ich denke mal, viele gehören dazu. Musik bewegt einfach. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Musik bewegt einfach. Vor allem auch, was Musik alles an Stimmungsschwankungen verursachen kann. Weil ich sag mal, man muss natürlich, der Körper muss natürlich mitspielen. Wenn du jetzt, ich sag mal, etwas traurigere Musik hörst und jetzt über ein schweres Schicksal in deinem Leben kurz nachdenkst, gibt es Leute, die fangen sofort an zu weinen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich werde dann beispielsweise nachdenklich und denk so, ja, wär das halt mal nicht so gewesen vielleicht. Oder wenn man jetzt sehr, oder wenn man jetzt Musik hört, die man halt recht gerne hört. Ich höre jetzt beispielsweise sehr gerne EDM, also Electronic Dance Music höre ich sehr, sehr gern. Dann kommen einfach so, ich sag mal, fröhliche Gefühle einfach hoch. Man muss dann lachen, man ist aufmerksamer und guckt und lacht und... Also, Musik ist einfach echt eine schöne Sache, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und für die Leute, die keine Musik mögen, dann habt ihr definitiv was verpasst. Aber ich glaube, diesen Menschen, der sagt, ich mag keine Musik, den wird es, glaube ich, nicht geben. Ich meine, selbst die Amerikaner, die Afrikaner im Busch lieben Musik. Und die trommeln nur auf Ästen rum. Und die mögen das. Naja, ich sag mal jetzt, den Death Metal werden sie jetzt gerade nicht mögen. Die werden auch jetzt kein Elektronik oder Techno mögen, ist natürlich logisch. Aber die haben ja auch Musik. Oder was auch Musik ist, ist Regen. Regen, Meeresgeräusche, Wind, das ist auch Musik. Für uns jetzt weniger, für mich schon ein bisschen, weil ich benutze so
Akustikgeräusche so richtig gut zum Einschlafen. Das müsst ihr mal machen. Weißt ihr, wie entspannt ihr einpennt? Und ihr pennt dann? Weg. Dann klingelt am nächsten Morgen der Wecker. Ihr kommt euch vor, als hättet ihr 12, 13 Stunden lang geschlafen, obwohl es nur 7 oder 6 waren. Also sowas kann ich euch echt nur empfehlen. Einfach mal so kleine Kopfhörer ins Ohr. Leise machen, das ist wichtig. So dass man es kaum hört. Und dann müsst ihr euch auf die Musik konzentrieren. Und irgendwann pennt ihr dann automatisch ein. Und dann seid ihr einfach nur noch weg. Es kann natürlich passieren, dass ihr irgendwann mitten in der Nacht total entspannt aufwacht und merkt, ich habe ja noch Musik laufen. Daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie so Musik habt, guckt mal, dass ihr die eine, dass das die Musik eine Stunde lang ist, so Meeresrauschen 2 Stunden, dann gibt's ja, dass das dann automatisch aufhört, dass ihr dann einfach durchschlafen könnt. Und wenn dann morgens der Wecker klingelt, ihr steht so entspannt auf. Und dann ist es dann egal, ob ihr dann mit dem linken Fuß aufsteht. Ihr habt so oder so dann gute Laune. Ah, zu viel. Na gut, dass es ja die Replay-Taste gibt. Alter. Hallo? Alter, was? Welche Firma hat dieses Auto gebaut? Grauenvoll. Ich werde gleich mal, wenn die Aufnahme vorbei ist, beziehungsweise wenn ich dann eine kurze Pause mache, werde ich mal in meinem Schrank gucken, was ich so noch an Spiele habe, was ich über die 3 Wochen machen kann. Weil ich kann jetzt echt nicht noch 5 Wochen lang Crysis und Forza machen, das geht nicht. Zumal es Forza ja schon länger gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da jetzt nochmal so um die 10, 15 Folgen drauf hau. Aber Forza kommt leider bei euch irgendwie sehr gut an. Genauso wie Crysis 1, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das Spiel ist keine Ahnung wie alt, 5 Jahre. Und ihr guckt es trotzdem. Warum? Ich meine, mich freut es natürlich. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe ja das 50 Abo-Special gemacht. Kleines Special, war ja einfach nur eine Ankündigung im Prinzip. Weil ich da einfach noch nichts groß geplant hatte. Weil zack, boom, auf einmal waren die 50 da und da habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Hey, doch, Erster. Und da habe ich, auf einmal von heute auf morgen 8 Abonnenten dazu bekommen. Leider hat es dann auch wieder abgenommen. 2 haben wieder deabonniert, warum auch immer. Kann ich natürlich nicht vorschreiben, wenn euch das nicht gefällt, dann natürlich, ne? Aber ich habe mich gefreut wie ein Hefekuchen. Ich fand das total süß und einfach, ich fand das einfach toll. Habe ich sofort dem Herrn Dreamplace geschrieben, Alter, guck mal hier, der so, boah, geiler Shit. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe ja ab und zu hier Besuch, ne, und dann sitzt hier jemand hinter mir, jetzt nicht, und da habe ich gemerkt, wenn jemand hinter mir sitzt, rede ich definitiv weniger. Auf die Road Atlanta, im Peach State, Nerv. Georgia. Danke. Dann rede ich unglaublich wenig. Und wenn der weg ist, ich rede wie ein Wasserfall, wie heute. Aber so finde ich das definitiv besser. Ich fühle mich wohler, ich kann machen, was ich will. Einfach aufnehmen. Und ich bin so froh, dass ich aufnehmen kann mit den Konsolen auf einmal, weil meine TV-Karte, die hat gestreckt, die hat im Rechner mehrfach einen Bluescreen verursacht. Treiber deinstallation hat auch nichts, hat gar nichts gebracht. Die Karte rausnehmen, neu reinbauen, hat auch nichts gebracht. Dann habe ich einfach mal den Rechner ausgelassen und jetzt geht's. Really, Bro? Really? Was ein Scheiß. So, da kommt Nova. Mach. Ein Mini? Hier fahren alle mit so amerikanischen, ich sag mal, Cadillacs rum. Ja, und der gurkt da mit so einem englischen Mini rum. Wäre mir ein bisschen peinlich. Die schönen amerikanischen Autos.
Aber ich würde mir, um ehrlich zu sein, keinen Amerikaner kaufen, weil das sind einfach die riesige Autos. Boah, nice. Weil das sind einfach riesige Autos, die kann man gar nicht unterhalten. Ich würde mir nie ein amerikanisches Auto holen. Ich habe mir sowieso schon, ich habe ja schon ein Auto und ich kann ja auch schon Auto fahren. Ich muss nur noch ein halbes Jahr lang warten. Ungefähr, ein bisschen weniger. Weil dann tun ich und der Herr Dreamtex, wir sind dann mal unterwegs in... Wir wissen es noch nicht, wir wollen dann nämlich in den Urlaub fahren und da werden wir auch dann so, ich sag mal, auch Videologbücher drehen. Ich weiß, ich sag nicht, wo wir sind, wir haben uns schon eine Ecke ausgesucht, aber ich sag nicht, wo. Fakt ist, dass wir den, weil wir da nämlich auch, wir nennen das Let's Visit, so nennen wir das jeweilige Land oder Ort. Und wir wollen dort natürlich auch so das kulinarische Essen und so zeigen, wollen wir alles machen. Aber weil wir da in diesem Gebiet sind wir leider in Deutschland und ich sag mal, hier wohnen wir ja schon seit ein paar Jahren. Das heißt, wir werden dort nicht so direkt jetzt Let's Eat German Snacks machen, das machen wir natürlich nicht. Aber wir sind da recht nah an der niederländischen Grenze. Das heißt, wir werden dann mal nach Niederlande rübergurken, uns da im Supermarkt vergnügen und dann in Deutschland das Let's Eat aufnehmen. Aber werden es dann wahrscheinlich Neverland Snacks oder so nennen, das wissen wir natürlich noch nicht. Es ist noch ein ganzes Jahr hin, davon mal abgesehen, ne? Weil ich muss dann sparen, so ein Urlaub ist nicht wirklich günstig. Auch wer den Dreamtex jetzt auch arbeitet, so, das, so die Menge, dass man jetzt sagt, ach komm, lass mal Urlaub fahren, ist auch nicht unbedingt drin, ne? Also da ist schon ein recht großer Unterschied. Zudem habe ich dann in dem Zeitraum, wo wir weg wollen, auch noch Prüfung von meiner Ausbildung her. Da ist dann nämlich schon die erste Prüfung. Und da muss ich fit sein. Ich habe extra deswegen jetzt auch schon Nachhilfe genommen. Weil ich kann zwar das, aber ich bin mir immer so ein bisschen so leichte Prüfungsangst. Und da habe ich jetzt gesagt, komm, dann opferst du halt den Mittwoch und tust einfach mal jetzt mal nochmal 5 Stunden länger in der Schule sitzen. Weil da komme ich, ich gehe arbeiten, um 7 Uhr habe ich Beginn. Oder in diesem Fall jetzt im Moment um 6:30. Arbeite bis 15 Uhr. Fahre dann direkt weiter zur Schule und komme dann erst abends um 9 Uhr nach Hause. Gehe dann direkt wieder ins Bett und stehe morgens um 4 wieder auf. Oh Mann. Ich sag euch, genießt die Schule noch, genießt die Sommerferien, wenn du noch Schule hast. Vielleicht bist du ja auch schon Auszubildender. Das Arbeitsleben ist zwar geil, weil man Geld bekommt, aber oh, was man dafür tun muss, ist halt auch sehr, sehr anstrengend. 8 Stunden arbeiten von Montag bis Freitag. Man kann einfach nichts mehr machen. Man kommt abends um 4 nach Hause. Regulär. Ist total kaputt. Man hat einfach keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und dann, wenn man auch noch so private Sachen erledigen muss, wie einkaufen und so, dann denkst du dir einfach, boah, fick dich. Mach ich nicht. Ich bin mal gespannt, was der Dreamtex eigentlich dann jetzt für Videos macht, wenn er den neuen Rechner hat. Wir nehmen das ja auf, wie wir den zusammenbauen, weil ich habe ja meinen nicht gezeigt. Im Prinzip ist das ja dasselbe. Wir haben seinen Rechner zusammengestellt, der ist fast so wie meiner. Meiner war nochmal 300 Euro teurer, weil er... Ja, weil ich eine Festplatte mehr habe und auch eine Grafikkarte mehr. Aber er hat fast im Prinzip denselben Rechner wie ich. Außer das Mainboard, der hat ein komplett anderes Mainboard drin. Von, nicht Ava Media, wie heißt's? Von ASRock, von der Untermarke von Asus. Hat er ein Z97, glaube ich, irgendwas. V Pro oder so heißt es, ich weiß es nicht genau. Und ich habe halt das Asus.
Ah, ich weiß es nicht. Irgend so ein Board, was im Goldverschnitt gehalten wurde. Das habe ich halt, weil es halt SLI-fähig war und das war mir wichtig. Ich wollte unbedingt am neuen Rechner ein SLI-System haben. Und bis jetzt bin ich davon sehr überzeugt. Nur ich hätte mir doch zwei bessere Grafikkarten holen müssen. Ah. Oh, Nase, fuck. 15 Minuten, die Folge hat schon 4,8 GB. Geil. Mal sehen, wie hoch ich die Folgen dann render. Ach, jetzt mal schön Wasser reinkippen. Ah, tut das gut. Ah, schönes Wasser. So. So, Rennen ist vorbei. Ich sag dann mal tschüss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die ist auch jetzt wieder 16 Minuten lang. Das ist super. Und wir sehen uns dann nicht im Brazilton, sondern in... Auf in die Schweiz für eine Veranstaltung Schweiz. In den verschneiten Berner Alpen. Na dann mal los. Tschüss.